Gib mir 5. Nein! Nein! Shall we play a game? Gut, an alle da draußen und danke, dass ihr das super tolle neue Video eingeschaut habt. Hier ist Konso mit Titan Souls und das natürlich in Farbe und bunt. So, wir gehen aber direkt mal auf Start. Ich spiele natürlich mit dem Xbox-Controller. Stand ganz am Anfang ja auch, dass es gut wäre, einen Controller zu nutzen. Wir nehmen das erste Spiel. Das Spiel, oder gesagt die Demo von dem Spiel, spiele ich nicht hundertprozentig blind. Ich habe einen der Titans schon gekillt, aber das erkläre ich euch gleich. So, erstmal kurz zur Steuerung. Wir sind ein kleiner Manetzke, wir nennen ihn einfach Bob. Erstmal beachtet diese wunderschöne Musik, also es ist echt herzerwärmend. So, gut, ich muss nachher irgendwie gucken, wie ich das mixe, damit ihr die Musik noch laut genug hört und mich auch. Also wir haben eine kleine Manetzke, wir können mit A uns rollen und wenn wir A halten, rennen. Und unsere einzige Waffe ist so gesehen mit X ein Pfeil. So, der da rumliegt, den wir jetzt so einsammeln können, indem wir hinlaufen. Oder wir nutzen unsere Force natürlich und ziehen ihn einfach an. Back. Das Problem ist, wenn du ihn anziehst, kannst du dich nicht bewegen. Wenn ein Pfeil dann kommt und macht BAM, bist du tot. So, wir sind hier, wie gesagt, eine Demo. Ihr könnt euch Titan Souls jetzt bei Steam die Demo runterladen. Ich glaube, 3 oder 4 Titans. Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Ich habe auf jeden Fall nur einen gekillt, nämlich den rechten hier. Und auf dem rechten Weg. Und das Spiel kommt jetzt am 14. raus. Ist zurzeit auch 10% reduziert. Also wer Interesse an, ja, so Dark Souls, so ein bisschen verlassen, richtig geile große Endgegner und du als kleines armes Würstchen musst gegen sie kämpfen und auch schweres Spiel hat, der ist mit dem Spiel echt gut beraten. Also ich dachte am Anfang so, okay, 2D, weiß ich nicht. Aber es ist echt geil. So, ich weiß also, den rechten Typ, den kenne ich. Den linken kenne ich noch nicht. Den unteren und den oberen kenne ich auch noch nicht. Wir gehen einfach mal nach unten. Einfach, weil wir es können. Und das Spiel, also das Grundspiel, jetzt nicht die Version, sondern die Uridee, der dem Spiel, also der Demo aber sehr nahe kommt, wurde bei der Competition Ludum Dare gemacht. Wer jetzt hier denkt, so, hä, was ist Ludum Dare? Ja, das ist eine Competition, wo einzelne Entwickler 48 Stunden Zeit haben, um ein Spiel zu programmieren. Und wer das beste Spiel letztendlich dann programmiert hat, kann Preise abstauben. Die meisten Grafiken sind aber schon fertig, also können sie vorher schon fertig machen. Und es ist eher so, wer am schnellsten den Code halt programmiert. Stell dich mal vor, 48 Stunden. Krank. Geil. Und das ist, denke ich, daraus geworden, dass das Spiel jetzt auch gut angekommen ist und er daraus jetzt ein richtiges Spiel macht. So. Okay, erstmal, warte mal, Gehirn in Eis. Wenn wir nämlich diese Typen anschießen, dann greift das direkt an. Ich bin deswegen sehr oft gestorben bei dem anderen Endfeind. Habe ich direkt eine Faust ins Gesicht bekommen. Oh! Okay, jetzt muss ich langsam ein bisschen konzentrieren. Ich glaube, ich weiß, ob es schon wieder funktioniert. Also ich habe hier schon einige Videogames gezockt und schätze mal, wir können in das Feuer unseren scheiß Pfeil schießen und dann ist das ein brennender Pfeil. So, okay. Warte mal, bleiben wir hier. Schalte an! Oh! Bam! Oh nein, du bist noch nicht tot. Weil die meisten Titans sterben, glaube ich, mit einem Schuss. Der andere ist mit 1 oder 2. Ich glaube, mit 2 Schüssen ist er gestorben. Wow. Und an alle Leute, die jetzt gerade zugucken, könnte ich gerne mal die Demo laden und dann am Ende mir sagen, wie viele Tode sie hatten. Ja, ich habe nämlich damals auch dieses Flash-Game kurz gezockt. Und da wird am Ende angezeigt, wie viele Tode du hast. Also spiel die Demo und schreib dann in die Kommentare. Und bitte ehrlich, nicht so, null Tode, ich bin der beste Spieler der Welt. So. Fuck! Nein! Ich weiß nicht, ob man das Feuer noch anmachen muss oder ob man den so. Ja, das ist jetzt kacke. Oh, komm. Doch, das Feuer geht noch an. Egal, wir probieren es jetzt mal so. Oh, nice. Okay, den haben wir gekillt. First try, whatever. Ziehen wir unseren Pfeil jetzt an mit unserer Force und der erste Titan ist gefallen. Ja, ihr könnt ja auch mal in die Kommentare schreiben, was ihr von dem Spiel haltet, ob ihr die Grafik süß findet oder ja, ob ihr allgemein auf so schwere Spiele steht. Schreibt das einfach mal alle in die Kommentare. Ich versuche auch zur Zeit ein bisschen ruhiger zu sein und nicht so rumzuschreien oder rumzuragen.
Weil ich muss zugeben, bei dem rechten Boss bin ich, glaube ich, 5-6 Mal gestorben. Und irgendwann war ich sehr wütend. Ach, so wunderschön hier. Diese Musik. Es hat halt Dark Souls-Fieber, weißt du? Souls halt. So eine verlassene Welt und du bist so ein armes kleines Würstchen namens Bob. Und musst natürlich alles killen. Schön. Also wenn ihr so Spiele mögt, dann einfach einen Daumen hoch dem Video geben. Dankeschön. So. Da haben wir den ersten. So, den rechten, wie gesagt, kenne ich schon. Dann gehen wir zum linken. Wir gehen mal zu allen, die ich jetzt noch nicht kenne. In der Hoffnung, dass wir das jetzt schaffen. Wollte ich Let's Test draus machen, aber ich dachte mir, das Spiel werde ich wahrscheinlich eh Let's Playen. Könnt ihr auch mal in die Kommentare schreiben, ob ihr wollt, dass ich das Let's Play oder nicht. Aber ganz ehrlich, ich werde es, glaube ich, trotzdem Let's Playen, weil das Spiel ist der Hammer. Okay, wir kundschaften erstmal aus. Ich schätze mal, das Ding rollt hier durch die Gegend. Hallo? Oh! What the fuck? Okay, wir merken uns, wenn ihr einen Titan anschießt, erstmal ganz nach hinten gehen. Das glaube ich, ja. Das habe ich natürlich nur gemacht, um euch das Blut zu zeigen und die Animation. So, okay. Okay, also ganz nach hinten. Ist noch da, gell? Ist er noch da? Ja. Okay, ganz nach hinten. Und. Bam! Woo! Wir haben oh nein, ein Laser-Idiot. Nein! Oh! Okay, ich schätze mal, wir müssen in sein Auge schießen. Nein! Nein! Okay. Ich soll ruhig spielen. Konzentrieren. Ja, Alter! Okay. Also eigentlich müsst ihr nur die Pattern. Uah! Ich bin gestorben. Die Pattern irgendwie ein bisschen kennen. Natürlich auch ein bisschen Glück haben, dass er sich gerade richtig bewegt. Aber den sollten wir eigentlich tot kriegen. Das ist eigentlich kein Problem. Und ihr solltet auch ein bisschen das mitkriegen, dass es gar nicht so einfach ist. Also wahrscheinlich als Zuschauer denkt man jetzt hier so, okay, ich sehe jetzt nicht so schwer hier. Aber das Spiel hat schon eine nette... Use the force, Bob! Wow! Oh nein! Alter, willst du mich verarschen? Ich wette, der Typ ist total einfach. Ich verkacke die ganze Zeit. Egal, wie viel Tod haben wir jetzt? 2, 3. Ja, komm, das ist noch alles im positiven Bereich. Scheiße. Komm, das muss jetzt funktionieren. So, warte mal, jetzt direkt den Pfeil holen. So, wir machen ihn jetzt noch ganz oben. Warte mal, so. Oh, okay, Pfeil wiederholen. So. Kleines Arschloch, dich kriege ich jetzt. Das glaubst du aber. Oh. Okay. Bob wurde gebraten. Ey, weißt du was? Komm, wir gehen einfach nach rechts. So, wir machen den jetzt erstmal fertig. Oh mein Gott, das ist so typisch Aufnahme. Ich glaube, wenn ich nicht aufnehmen würde, werde ich wieder viel konzentrierter spielen. Aber naja. Wir nehmen es gelassen, meine Freunde. Hauptsache, wir schaffen die Demo in einem Part. Wäre ziemlich cool. So, der Kollege, wenn ihr den nämlich abschießt, dann hat er hier die Fäuste und haut euch tot und mit der einen Hand deckt er immer seine Wunde ab oder sein Hitmarker-Gedöns, wie ihr seht. Er ist eigentlich total einfach, eigentlich. Oh nein, das wäre schon tot gewesen. Weil am Anfang habe ich immer versucht, die ganze Zeit diesen Scheiß hätten, ihr müsst rollen, sonst seid ihr tot, auszuweichen. Aber ihr müsst eigentlich nur warten, bis diese Hand hier zuschlägt, er die andere Hand benutzt und dann müsst ihr einfach drauf feuern. Drauf feuern, genau. Drauf schießen. Weil ich bin auch 6-7 Mal hier gestorben, weil ich die ganze Zeit versucht habe, so den Pattern irgendwie zu kriegen. Und bin dann auch ganz oft auch gestorben, weil die eine Hand dann unten war und ich bin dann weggerollt, bin gegen die andere Hand geknallt, nach hinten geflogen und dann hat er mich noch schön zermalmt. Aber hat doch wunderbar geklappt. Alles gut. Zweiter Titan ist besiegt, meine Freunde. Prestige, würde ich sagen. So, jetzt kommt unser toller Titan. Ich hoffe, den werde ich jetzt auch bei First Try direkt schaffen. Glaubt an mich, Freunde. Und, scheiße, ich hätte vorher sagen sollen, dass die Leute, die die Demo dann, also die Tode mir aufschreiben sollen, vielleicht nicht das Video jetzt zu Ende gucken, sonst sind sie ja schon gespoilert mit den ganzen Endfeinden. Und das hätte ich mal vorher sagen sollen, aber, naja, shit happens. Kann ich auch nichts für jetzt. Das Spiel ist einfach geil. Also die Musik und alles hammergeil. So, komm her. So, warte, wir probieren das mal aus. Der macht der Laser. So, jetzt hauen wir unten ab. So. Man muss eigentlich nur einmal seinen Pattern kriegen. Bam. Kein Ding für einen King, würde ich sagen. First Strike. Ich glaub's nicht. Warum bin ich voll gestorben? Ist so einfach. Ich hätte einfach wirklich auf diesen Laser warten sollen und da reinschießen sollen.
Und ich dachte, das geht irgendwie nicht, weil Laser irgendwie Pfeil am Arsch und so. Scheiße. Bam! Bob wird immer stärker. Okay, jetzt haben wir den dritten von vier. Ich hätte mal vier Titans gekillt. Aber einfach so, wir laufen gerade mal hier so ein bisschen durch die Umgebung durch. Ich finde das echt schön. Also ihr wisst eh, dass ich auf so 8-Bit-Spiele spiele. 8-Bit sage ich schon. Also Retro-Grafiken stehe. Aber zum Beispiel jetzt gerade ist die Musik rausgefadet. Aber man hört noch den Wind. Das ist so richtig Dark Souls-Fieber, oder? Was sagt ihr? Man will am liebsten gar nicht reden, damit ihr die Musik und diese Umgebung hört. Oh, ist das schön. Guck mal. Mein Controller bewegt sich gerade von selbst. Mein Analogstick denkt sich gerade wieder, joho, lolo, jolo. So, wir haben jetzt drei schon hinter uns. Das heißt, wir gehen jetzt nach oben. Geil, hört sich genauso verlassen an. Es ist der Hammer. Auch jedes bisschen Moos und so. Ich weiß, es ist für mich Detailverliebtheit. Ihr denkt wahrscheinlich so, ach, das kann doch jetzt fast jedes Spiel. Aber ich finde, das hat sowas von Style einfach. Ah, okay, wir hätten hier oben eh noch schon einmal nicht lang gehen können, weil ich schätze mal, um das Tor zu öffnen, hätten wir die anderen besiegen müssen. Okay. So, gucken wir mal nach. Vierter Titan, wir kommen! Oh. Hä? Warte mal. Drei getötet, vier Tote. Ich bin viermal gestorben und hab drei getötet. Hab 9 Minuten dafür gebraucht. Das Spiel kommt am 14. April raus, das weiß ich schon. Hä, das sind aber vier Köpfe. Einmal das Auge, einmal ein Totenschädel, also dieser Golem-Gedönster und rechts unten noch irgend so eine Fliege. Hä? Vier Titans sind abgebildet. Ich habe nur drei gekillt. Okay. Die Frage ist, wie viele Titans sind dann im Endspiel? Das weiß ich gar nicht. Also ich habe mir das auf jeden Fall vorbestellt. Wie gesagt, 10% zur Zeit runtergesetzt. Wer Interesse hat, das glaube ich jetzt irgendwie 14 Euro irgendwas. Und allgemein auch schwere Spiele steht. Ja, soll ich dieses Spiel auf jeden Fall holen. Ich gehe jetzt nochmal schön in die Hauptmenü, diese. Und kann euch gerade mal zeigen, die Optionen könnt ihr auch alles wunderbar einstellen. Es gibt sogar hier deutsche Sprache, ja. Also normalerweise hatte ich natürlich Englisch. Für die Leute, die wirklich überhaupt kein Englisch können, es gibt ja so Leute. Ist auch alles auf Deutsch, ist wunderbar. Die Steuerung funktioniert 1A. Und alle anderen positiven Sachen habe ich euch ja im Spiel jetzt schon gezeigt. Aber wenn euch das Projekt gefällt oder ihr das Projekt auch in Zukunft sehen wollt, also das Hauptspiel von Titan Souls am 14., dann schreibt es mal in die Kommentare, gebt dem Video einen dicken Daumen bis zum Himmel und wenn euch das Video besonders gefällt, dann teilt es auf Facebook, Reddit, was gibt's noch, die ganzen Social Media Gedöns, Sachen, Twitter, ihr wisst Bescheid, was ich mein. Also, haut rein, bis zum nächsten Part oder, ja, bis zum Projekt, euer Konso. Haut rein! Titan Souls!